Eis, Legoros, bei diesem Raid in Lost Ark hast du Probleme, dann will ich dir in diesem Video gerne weiterhelfen. Ihr müsst wie immer zum Wächter-Raid-Feld hier, zum Beispiel in Vern, und dann natürlich den auswählen. So, ihr habt hier diese empfohlene Gegenstandsstufe 380. Wenn ihr Probleme habt, liegt es wahrscheinlich daran, dass euer Gearscore nicht hoch genug ist. Wenn ihr nur so 400 oder so seid, dann habt ihr da oft mal noch Probleme mit dem Boss. Wenn ihr wie ich schon Richtung 500, 600 seid, ist es dann auch wieder relativ einfach. Sprich, der wichtigste Tipp schon mal, Gearscore upgraden, wenn ihr Probleme damit habt. Der Boss hat auf jeden Fall mehr Mechaniken als die beiden, aber auch nicht so viel wie der. Vertus ist echt hammerhart für so einen Anfängerboss. Aber der hier ist ziemlich einfach, deswegen klickt immer auf Matchsuche, weil dann könnt ihr mit vier anderen Leuten das machen. Dann hat der Boss mehr Lebenspunkte, aber es macht mehr Spaß und es ist einfacher, gerade wenn euer Gearscore noch nicht so hoch ist. Und im Endeffekt ist so ein MMORPG auch eher ein Gruppenspiel als ein Solospiel. Übrigens ist es komplett egal, auf welchem Server ihr spielt, das ist hier serverübergreifend. Guck mal, Beatrice, Skeptrum, Kalvasas. Ja. Deswegen ist die Serverauswahl auch gar nicht so wichtig, wie viele Leute denken. Okay, der sieht ziemlich hochgegiert aus, auch mit den gefärbten Haaren, glaube ich. Hammer, nice. Ja, das wird, glaube ich, eine relativ einfache Runde, aber gucken wir mal, was haben wir denn? Mage, Bade, Shadowhunter, mich und das müsste Artillerist. Hm, interesting. Das ist auf jeden Fall eine gute Gruppe, die wir hier haben. Finde ich gut. Also, das hatte ich auch oft, dass die einen Baden mit in die Gruppe machen. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn die Gruppe aus vier Baden bestehen würde. Würde, glaube ich, nicht so viel Sinn machen. Also, das funktioniert schon ganz gut, diese Random Match. Oh, der Boss ist da. Ja, einfach immer M gedrückt halt. Manchmal zeigt er sich so auf der Karte. Habe ich noch nicht rausgefunden, warum das so ist, aber erleichtert das. Einfach M gedrückt halten und dann... Ups, geht der Spaß auch schon. Geht der Spaß auch schon los. So, und wenn ihr bei diesen Jumps schon viel Damage nehmt, ich muss es nochmal betonen, dann liegt es wahrscheinlich am Gearscore. Ihr könnt den Jumps natürlich ausweichen, wenn ihr jetzt diese Boss-Mechanik haben wollt. Also dem Sprung solltet ihr auf jeden Fall ausweichen, weil ihr seht, ihr werdet zurückgekickt und die nehmen ganz schön viel Damage, muss ich sagen. Bisschen mehr als ich erwartet habe. Wird vielleicht doch nicht so einfach. Na egal. So, versucht immer, wenn es geht, den Hinterhaltsangriff zu machen. Ich dachte eine Zeit lang, das ist nur für Assassinen, dass sie da mehr Damage machen. Aber ich habe gestern rausgefunden, dass es bei meinem Paladin auch so ist. Ich dachte, es ist eher so ein Assassin-Ding. Oh, der Raid wird doch nicht so einfach. Einer ist schon halb tot, der Mage. Verstehe ich aber nicht ganz, weil im Prinzip handle ich ja das Vieh hier. Also sie muss schon relativ... Oh. Okay, der Jump war ziemlich heftig. Da muss man dann wirklich schnell reagieren, weil... Wie ihr gemerkt habt, ich dachte ehrlich gesagt, er springt auf die Position, wo er gestartet ist. Aber der ist auf den gesprungen, der am wenigsten Leben hat. Was aus Sicht des Bosses natürlich Sinn macht, weil den so gekillt hat. So, ich bin relativ tanky Shadowhunter. Ich weiß noch nicht, ob ich bei dieser Art von Build bleibe. Ich bin auch noch, jetzt auch noch nicht so der Überprone Lost Ark, ja. Aber ich tank halt relativ oft die Bosse, auch mit dieser Assassin-Klasse. Funktioniert auch. Beziehungsweise tanken in Anführungszeichen ist eher so Run-Tanking, ja. Aber das funktioniert halt auch. Funktioniert halt auch ganz leicht. So. Der hat aber relativ viel Leben. Ist ja auch der drittstärkste Boss auf der T1-Stufe. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist nur Stufe 4 richtig schwierig. Oh, jetzt haben wir ihn hingeworfen. Das könnt ihr mit allen Bossen machen, wenn ihr genügend Taumelangriffe macht. Und wenn er am Boden liegt, dann halt so viel Damage raufhauen wie geht. Weil das sind immer so diese Momente. Da macht auch der Artillerist, glaube ich, seine Spezialfähigkeit. So, wenn er hochspringt, einfach kurz wegjumpen. Weil wenn ihr eine squishy Klasse seid mit niedrigem Item Level, seid ihr einfach One-Shot von diesem Jump. Oh crap. Und das bringt dann natürlich nicht so viel. Nicht mehr. Und ihr braucht immer ein bisschen Geduld für diese Wächter. Die dauern so ja, im Durchschnitt so 10 bis 15 Minuten, wenn ihr jetzt nicht so ultra übergiert seid. Aber wenn ihr ultra übergiert seid, ist auch die Frage, warum ihr dann noch die Wächter jetzt macht. Auf jeden Fall ist interessant, der kann sich auch so verbuddeln. Und dann kommt er an einem anderen Platz wieder auf der Karte. Muss man mal gucken, ob es in dem Raid so ist. Ja, mein schöner Angriff gemisst. Ah, einen guten Angriff hatten wir noch rausgeholt. So. Boah, krasser Komet, ey. So. Ja, Eislegoros. Man muss generell sagen, die Bosse werden natürlich, je schwieriger, desto höher ihr im Tier steigt. Tier 1 ist alles noch sehr anfängerfreundlich. Obwohl auch hier schon Leute gestorben sind. Achso, das sollte ich vielleicht noch erklären. Ihr könnt dreimal wiederbelebt werden, aber das gilt für alle. Ja, das gilt für eure ganzen Gruppe. Wenn dann diese Kugeln da verbraucht sind, könnt ihr nicht wieder aufstehen und die anderen müssen den Boss besiegen.
ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle. Sprich, wenn ihr wirklich ein Anfänger seid, macht es nicht unbedingt Sinn, immer gleich wieder aufzustehen. Vielleicht macht es dann Sinn zu sagen, ich bleibe einfach ganz hier. Weil wenn ihr alle drei Resets sozusagen oder Revivals aufbraucht und dann jemand, der noch mehr Damage macht, stirbt, wäre es sozusagen sinnvoller. Wenn ihr dann wahrscheinlich einfach liegen bleibt und vielleicht nochmal zurückkommt, wenn ihr ein bisschen besseres Gear habt. Weil Tier 1 Bosse zusammengefasst, das ist wirklich bei jedem Boss eigentlich das gleiche. Es liegt an eurem Gear Score, wenn es noch nicht so läuft. Ganz einfach zusammengefahren. Ihr könnt hier so ein bisschen ausweichen, wenn er hochspringt, dann habt ihr ja die Mobility Spells, je nach eurer Klasse. Meine Spezialfähigkeitsleiste füllt sich nicht mehr ganz so stark. Wenn ihr euch wundert, warum ich die Spezialfähigkeit einsetze, die braucht ihr eigentlich für die täglichen Wächter-Rates nicht. Die hebe ich mehr so für schwierige, besondere Momente auf. Aber theoretisch, wenn ihr das Ganze schneller machen wollt, dann setzt es halt ein. Ja. Kann man natürlich auch machen. Ganz klar. So. Ansonsten, wenn sich die Chance bietet, immer von hinten angreifen. Ihr seht, Hinterhaltsangriff, Damage-Krone. Das Problem, der springt halt ziemlich viel. Gerade als Nahkämpfer könnt ihr den so schwer angreifen. Und sowas, ja. Für Fernkämpfer ein bisschen leichter. Oh, schon wieder der Bade getötet. Ne, diesmal wurde... Oh, okay. Wir haben so ähnliche Namen, beide mit L oder was, deswegen. So. Der Einfrieren hat er als Fähigkeit drauf, ist aber auch, würde ich mal behaupten, nicht so relevant. Wow, ich bin direkt auf den Jump geschwungen. Das war ein bisschen unlucky. Aber ich glaube, jetzt ist er ganz weg, oder? Ja, ja. So, habe ich euch erzählt. Ich glaube, dann zeigt er sich auf der Karte auch nicht. Oh. Alter, wie wusste der das so schnell? Ach so, der ist gestorben und ist so normal wieder zurückgelaufen. Ah, okay. Krass, der war so bei dem Durchgang, oder was? Oh, krass, ich wusste nicht, dass der so bei dem Durchgang überhaupt sein... Ah, Digga, was macht der denn? Das hat er sonst noch nie gemacht, oder? Ah! Ice League Rose! Okay. Hat sich beruhigt, der Gute. Das war ja witzig. Das hatte ich noch nie, dass der so komisch wegrennt. Ja. Man lernt immer dazu. Oh, jetzt liegt er am Boden. Jetzt können wir natürlich wieder Damage rausfeuern. Haben nur leider nicht so viele Spells. Oh, schade. Hätte ich da meine Spezialfähigkeit ein bisschen früher, ne? Also ich glaube, der Artillerist hier wird zum Glück den meisten Damage machen. Ne? Für eine Damage-Klasse ist auch ziemlich... Oh, ist der schon wieder abgehauen? Digga. Nee, nee, nee. Warte mal. Ist der da noch? Ich glaube, der ist da noch. Achso, nee. Ich habe mich nur gewundert, warum er da stehen geblieben ist. So, wir müssen uns langsam ein bisschen beeilen. Wir machen nicht so viel Damage, wie ich gedacht habe. Schauen wir mal, wo ist der Gute hin? Hm. Hoffentlich ist der nicht in dem schmalen Gang hier, dann haben wir ein Problem. Ich meine, wir sollten es immer noch schaffen von der Zeit her. Die kleinen Viecher könnt ihr mal da lassen bei den Raids, die sind nicht so wichtig. Ich wette, der ist hier unten irgendwo. Es ist aber auch so ein bisschen eine Glückssache, wie oft er hin und her springt, also... Ich hatte auch schon Raids, dass er nicht so oft hin und her gesprungen. Tja, man lernt immer was dazu, Leute. Und das ist immer wichtig, wenn die Gruppe pinkt, wo der ist, dann müsst ihr halt so schnell wie möglich dahin. Ich habe aber immer noch nicht rausgefunden, wie man das macht. Wenn ihr wisst, wie man das macht auf der Karte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt halt auch einfach in der Gruppe schreiben, it's here, komm hier oder sowas. Funktioniert auch. So. Eisbär. Eis Lego. Der Raid wird doch noch ein bisschen schwer, weil wir haben nur noch eine Wiederbelebung. Mal gucken. Ich habe aber gleich wieder. Ich glaube, in meiner nächsten Spezialfähigkeit müsste der eigentlich tot sein. Nee, sag mir nicht, der ist wieder weggesprungen. Das wäre ja Schikane, Digga. So, ich habe gleich meine Special-Fähigkeit. Jetzt. Ich glaube, jetzt mache ich den. Oh, 70.000. Oh, crap. Oh, no. So, jetzt. Ja, das ist das Problem an dem Boss. Der springt so viel hin und her. Als Nahkämpfer ist es schwierig, da anzugreifen, weil der kickt euch die ganze Zeit hin und her. Deswegen braucht ihr in eurer Gruppe mindestens einen Mage oder halt
Hier haben wir zwei Fernkämpfer, die das gut machen. Was passt, er lebt immer noch. Ganz schön zäh heute. Ich habe auch den Gearscore meiner Gruppe nicht gecheckt. Also gestern hatte ich das auch ein bisschen schneller hingekriegt. Aber an sich ist es auch nicht so wichtig, wie schnell ihr es macht. Wie bereits gesagt, nehmt euch Zeit bei Lost Ark, lasst euch nicht stressen. Ah, das Interessante ist, wenn er springt, seht ihr so ein bisschen die Schockwellen davon auf dem Boden. Wenn ihr ein bisschen besser ausweichen. Also dieser Eis, dieses... Da war ja in so einem Bereich angezeigt, wo er landet. Der Artillerist ist wieder in der Special-Fähigkeit, Alter, am laufenden Mann. Ich glaube, der wird den meisten Damage von uns machen. Oh, er liegt wieder am Boden. Nice, rauf da. Boah, ich habe den Hinterhaltsangriff gecheckt. Jetzt. Nice, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Mensch, ganz schön zäh der Eis. Oh no. Ja, ich finde aber auch, unser Mage steht ein bisschen komisch. Er steht immer relativ nah. Er steht immer relativ nah am Boss. Da würde ich vielleicht noch öfter mal die Blitzfähigkeit einsetzen. Ja. Eigentlich ist es so, dass die Nahkämpfer den so ein bisschen hin und her juggeln, sage ich einfach mal. Boah, ich glaube, der hat meinen Angriff gefunden. So, den müssten wir eigentlich bald haben. Boah, die müssen aufpassen. Wenn noch einer stirbt, haben wir ein richtiges Problem, Digga. Ah, nee, muss da nicht klappen. Alter, ist der junge Tanky heute. Ihr könnt auch einfach die einfacheren Raids machen, weil im Endeffekt wollt ihr diese Wächter-Sprungsteine und den ganzen Kram. Und für die Mechanics könnt ihr halt nicht so viel machen. Guck mal, der rennt auf euch und stunt euch halt. Wenn ihr gut seid, setzt ihr hin und wieder einen Jump ein, um den auszuweichen. Aber ihr werdet niemals jedem Knockback ausweichen. Das geht gar nicht. Oh, wir haben ihn. Nice. Mit dem Kometen den Dino getroffen. Die Ironie. Mann, das war eine schwierige Geburt. Eieiei. War schön, dass es geklappt hat. Wow, die Ausbeute. Ein Zerstörungsfragment. So, mal gucken, wer den meisten Damage gemacht hat. Oh, ich? Geil. 38%. Vielleicht hatten die anderen nicht so einen hohen Gearscore, weiß ich nicht. Oh, immer die Seelen, Dings ernte, die Seele ernten, ja. Weil das ist der Hauptloot, den ihr bekommt. Oh, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Super. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Guide zu Eislegeros geholfen. Wenn es noch nicht so läuft, wird es wahrscheinlich auch noch am Item-Level liegen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr Lost Ark feiert. Wir sehen uns wieder, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.